Hi, das hier ist eine Tranche vom Red Heifer Ribeye Steak. Gemacht habe ich das Ganze auf dem Redneck Beefer und was das ist, das seht ihr in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Während mein Brei gerade auf Temperaturen kommt, schauen wir mal auf die Zutaten, die ich heute hier habe. Los geht es mit einem 516 Gramm Ribeye Steak vom Red Heifer Rind. Das Ganze ist Dry Age, habe ich bei Adler Gourmet bestellt. Und Red Heifer habe ich noch nie ausprobiert, deswegen habe ich mal dieses Stück gewählt. Bin sehr gespannt. Das Ganze werden wir nur ein bisschen salzen und auf eben dem Brei zubereiten. Und da ich das nicht einfach nur auf den Grillrost legen möchte, habe ich mir hier einen metallenen Pfannenwender hingelegt. Da werden wir das Steak drauf platzieren und das Steak dann unter der Firebox vom Brei angrillen. Das wird eine richtig tolle Geschichte. Der Redneck Beefer, wie es so schön heißt. Habe ich bei Don Marco mal gesehen. Das machen wir heute auf jeden Fall auch. Eine kleine Beilage gibt es noch. Nichts Großes. Einfach ein Kräuterbutterbaguette. Hier habe ich ein selbstgebackenes Baguette. Wie ihr das macht, zeige ich euch. Linke ich euch oben rein. Ist ganz einfach und super lecker. Solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Dann brauchen wir nur noch ein bisschen Butter und Bacon Goodness Rub. Das ist alles. Schnellste Kräuterbutterbaguette der Welt. Der Brei, wie gesagt, kommt jetzt gerade so richtig auf Touren. Es wird richtig warm hier neben dem Grill. Ich packe das Fleisch jetzt mal aus, dass wir schon mal ein bisschen salzen können und dann geht es gleich los. Mir ist gerade aufgefallen, dass es doch vielleicht ganz sinnvoll ist, die Butter erstmal vom Brett runter zu bekommen. Also schneide ich hier mein gerade gebackenes Baguette auf. Das ist wirklich eine tolle Sache. Richtig schön fluffig innen drin. Hervorragend. Da setze ich dann die Butter rein. Halbes Baguette soll auch reichen. Das Steak werden wir mit zwei Leuten essen und dann einfach mit der Bacon Goodness Rub das Ganze bepudern. Die Idee des Ganzen ist, die Butter wird schmelzen und zieht eben dann mit dem Fett, was in das Brot sickert, eben auch den Rub in das Brot mit rein. Ist eine richtig tolle Geschichte, schmeckt wirklich super gut, der Rub passt da perfekt für. So, das reicht eigentlich schon. Die können wir jetzt beiseite legen. Und jetzt kümmern wir uns ums Fleisch. So, dann befreien wir jetzt mal das Steak aus seiner Verpackung. Ganz wichtig ist, wenn ihr bei den großen Fleischversendern und auch bei Adler Gourmet bestellt, dass das Fleisch tiefgefroren ankommt und ihr es bitte nicht in einem Wasserbad oder dergleichen auftaut, sondern bitte langsam über Nacht im Kühlschrank. Ja? Das Fleisch soll nach Möglichkeit so schon wie möglich aufgetaut werden. Ich tupfe jetzt nur eben den Fleischsaft ab. Die Marmorierung vom Fleisch sieht richtig top aus. Das ist jetzt ein Stück aus der Red Heifer Auslese gewesen. Also schon von den etwas besseren Stücken sozusagen. Und das werde ich jetzt einfach von beiden Seiten ein bisschen mit Salzflocken behandeln, nicht zu viel. Und das ist auch schon alles. Und hier, wie gesagt, habe ich meinen metallenen Pfannenwender. Da kommt das Steak jetzt drauf. Und kommt jetzt so unter die Firebox vom Brei. Hier ist die Feuerbox vom Brei. Hier ist das Steak. Und damit gehe ich jetzt unter die Firebox drunter. So, eine knappe Minute später ziehen wir es mal vorsichtig raus. Hoffen, dass so viel Asche ist gar nicht draufgefallen. Aber schaut euch mal die Röstaroma an. Das sieht wirklich fantastisch aus. Das drehe ich jetzt mal eben um und dann kommt die andere Seite dran. Und die zweite Seite. Nach einer Minute von der anderen Seite sieht es so aus. Wirklich fantastisch. Ist innen natürlich jetzt noch nicht komplett gegart. Das heißt, ich werde also jetzt noch auf dem Grillrost indirekt weitergaren. Aber Röstaromen haben wir auf jeden Fall sehr schön aufs Fleisch bekommen. Das Steak lege ich jetzt hinten in den Brei. Ich werde es jetzt gleich noch verkabeln. Kerntemperatur, die ich gerne haben möchte, sind 53 Grad. Und während das jetzt eben da in der Ecke gar zieht, lege ich mein Baguette, mein mit der Butter bestrichenes Baguette, mit auf den Brei, das eben jetzt durch die Hitze die Butter schmelzen kann, der Rub in das Brot sickert und wir dann gleich ein richtig leckeres Kräuterbutterbaguette zu unserem Steak haben. Inzwischen haben wir eine Kerntemperatur von 53 Grad erreicht. Den Kerntemperaturfühler habe ich schon wieder rausgenommen. Schaut es euch an. So sieht es aus. Mein Red Heifer Ribeye Steak vom Redneck Beefer. Das lege ich jetzt auf mein Brett und dann schneiden wir es an. Das Kräuterbutterbaguette hat, obwohl es so weit weg liegt, richtig Farbe gekriegt.
So, da liegt es jetzt, mein Red Heifer Ribeye Steak. Und das schneiden wir jetzt mal an. Das sieht absolut fantastisch aus. Dazu gibt es dann noch das Kräuterbutterbaguette. Wie gesagt, die Butter ist richtig schön in das Baguette reingezogen. Dann würde ich sagen, ist jetzt Zeit zum Probieren. So, jetzt habe ich hier also eine Tranche von diesem Red Heifer Ribeye Steak. Das Ganze dry aged und jetzt wird mal probiert. Boah. Das ist, das von der Konsistenz ist das fast wie Filet. Das ist butterzart. Und ich habe da keine Butter drüber gemacht oder sonst irgendwas, sondern es hat wirklich so einen richtigen Buttergeschmack. Boah. Richtig, richtig rund im Geschmack. Das Fett verteilt sich wirklich überall im Mund. Dry-Age-Geschmack ist natürlich auch vorhanden. Boah, das gefällt mir richtig gut. Kräuterbutterbaguette, muss ich euch nicht großartig was zu sagen, ist auf jeden Fall immer lecker, passt hervorragend zu einem Steak. Ob jetzt die Zubereitungsart Redneck Beefer was für euch ist, ja, sind wir ehrlich, das ist natürlich eine Showgeschichte, müsst ihr zu Hause nicht wirklich nachmachen. Was ihr wirklich nachmachen solltet, ist dieses Steak, denn das ist wirklich richtig, richtig lecker. Bestellt habe ich das Ganze bei Adler Gourmet, den Link setze ich euch unten mal in die Videobeschreibung rein. Ist wirklich richtig gut, Red Heifer habe ich vorher noch nie gehabt und auch ehrlich gesagt noch nie gehört. Solltet ihr aber auf jeden Fall mal probieren. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und einen freundlichen Kommentar. Solltet ihr noch keine Abonnenten meines Kanals sein, könnt ihr das jetzt sehr gerne da oben in der Ecke ändern. Einfach draufklicken, den Kanal abonnieren. Ihr verpasst so keine Folge und wir sehen uns jeden Donnerstag pünktlich um 19 Uhr. Das war's für dieses Mal. Macht's gut. Euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann. Red Heifer Ribeye Steak vom Redneck Beefer. Der Hammer.